So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt haben wir ja die Polizei abgehängt, nachdem wir uns eine Schlacht like Beirut geliefert haben oder Mogadischu oder so weiter. Und jetzt schauen wir mal, ob liebe Clara was mit dem ganzen Zeug anfangen kann. Ne? So. Na, stimmt, dahin war ja eine Mission, wo wir hin müssen. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Sieht aus. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ. Ah, erstmal auswählen. Wo müssen wir hin? Ah, stimmt, da oben. Alter. Das ist ja schon wieder so eine Insel, oder? Ja. CTOS-Kontrollzentrum ist ja neu. Sind wahrscheinlich Wissen. freischalten, kann man auch Sagtest keine du nicht, dass Schnellreise liebe hinmachen, finde ich Material auch über blöd. Blumen? Es gibt Material für Bin allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler wieder Blumengegner zu kann da schnell nicht unterwegs widerstehen. hier. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an, hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Oh. Gelegenheit Oh, und durch ich den kann ihm Baum eine bieten. gefahren. Tja, Leute. Kleine Missverständnisse. 2,3 Kilometer. Das wird eine lange Fahrt, Leute. Geht lieber vorher noch mal aufs Klo. Oh, es regnet. Da war schon jemand auf dem Klo. Ich habe gerade mit Niki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Jawohl. Ihr seid wirklich Geschwister. Gib sie. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Tja, wertlos. Sind einer auf Geisterfahr. Jo, was geht mit dir? Weg? Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Ah. Jawohl, ja. Komm, räum alles ab, was im Weg ist. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Ja, na. Okay, nur das darf ich nicht 1,3 Kilometer. Kenny ist die Antwort. Na, er wird mir bei der Entschlüsselung na. helfen. Und ich bringe Niki in Sicherheit. So ein Tag. Ja. Ich hab gehofft, er hebt mehr ab. Aber leider nicht. Eine ganz schöne Bodenhaftung, der Truck. Ja Leute, nicht erschrecken, das bin ich. Es ist nur der Rächer, keine Panik. Brummel. Ich müsste mal wieder was essen. Ja genau. Springt mal zur Seite, nicht endlich kommen, danke. Ja. Ja. So ist der. Pony. Okay, so sieht hier OS wieder. Gibt schon wieder eine riesige Sprachfehler. Schießerei und dann fixer Auftrag. Ja, das ist mir jetzt gerade egal. Ich muss den CTOS hacken. Befreien. Töten. Was auch immer. Schönes Wetter, richtig schön da mit Wind und so. Ne? Und Blitze. Ja, wie im Bilderbuch. Erinnern? Erinnern. Ja, ist das jetzt eine Mission? Ich weiß nicht. Sollen wir uns mal erinnern? Ja, komm, tun wir uns mal erinnern, oder? Erinnern wir uns mal.
echt lückenhaft. Oder besser gesagt verpixelt. Alter, wär ich so angepisst. Vor allem, wenn die erst 6 Jahre alt geworden ist. Mann, tut dir mir leid. Ja, ja. Gut, ich muss fast weinen. Ja, Mensch, mach doch mal Platz. Echt unhöfliche Autofahrer hier. Im Hotel gab es heute eine Bandenschießerei, die zur Explosion einer Gasleitung führte. Ach jo. Keine Angaben zu Opfern. Es war nur eine kleine Schießerei. Dank der kurzen Reaktionszeit des COS heißt es, konnte die Polizei das Gebiet innerhalb weniger Minuten sichern. So, da runter und dann muss ich gucken, wie ich da rüberkomme. Ich sehe keinen Steg. Oh, da parken schon lauter Autos. Na. 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 Ist das Mitarbeiter oder so? So. Parken wir gerade auch mal hier. So. Nun erklärt mir bitte jemand, wie ich da rüberkomme. Alter. Fräulein. Mann, hat die eine Hackfresse. Oh, ganz nass. Der Anzug klitschig. Vielleicht muss ich doch schwimmen. Vielleicht kann ich schwimmen. Oder ich klaue das Boot da. Wenn ich hinkomme. Oh. Ach du Scheiße. Ja. Wie soll ich denn da hinkommen, ihr? Ihr liebe Leid und Kerbergäst. Soll ich einfach mal ins Wasser gehen? Komm, geh mal einfach mal ins Wasser. Ja. Ja, der kann tatsächlich schwimmen. Gut, dass man das auch mal weiß, ne? Boot fahren. Hoho. Ich bin noch nie in meinem Leben Boot gefahren im Spiel, also. Bitte ich von. Eventuelle. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Bounty-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Haben wir irgendwo eine Kamera? Eine Kamera wäre doch echt geil, oder? Ja, Leute, eine Kamera. So ganz gediegen. Hier auf dem See rumgebaumelt. Ah, kommt sogar besser. Hat nichts anderes gemacht, wie im Handy rumgetippt. Keiner schöpft Verdacht. Und du findest den Zugangscode. Wäre doch richtig geil. Rummel. Ja. Mein Magen rebelliert, Leute. So. Ja. Das ist echt kacke hier. Ich will eine Kamera. Bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als zu schwimmen, ne? Ja. Haben wir hier eine Kamera? Oh. So, das war's mal. Mit Verstärkung rufen, du kleiner Penis. Kann ich den jetzt ausschalten? Schade. Pornosüchtig. Geil. Das ist geil. Da wird doch irgendwo eine Wache mit einem Zugangscode rumschleichen. Oder wenigstens eine Kamera. Ah, Kamera. Kamera. Sprengen will ich nicht, ich will Zugangscode.
Kommunikator stören. Der hat den Zugangscode. Hacken Sie den CTOS-Server. Da hinten müsste das sein. Gucken, ob ich von da aus hinkomme. Schön. Das sieht schlecht aus, Leute. Ich möchte da hinten irgendwie hin. Ich muss da langlaufen. Dazu. Fangen wir einfach mal an, die Leute zu sprengen. Fuck, nein! Meine Ladung geht gleich hoch! Juhu, Leute! Oh mein Gott. Na? Ich hoffe, sei vorsichtig! Such weiter! Nein! Was verdammt war das? Ich habe einen Akkubalken zu wenig. Das ist traurig, Leute. Das muss besser werden. Ja, ich habe wieder einen Akkubalken. Schade, hat nichts gebracht. Das ist auch scheiße. Das ist noch schlechter. Okay. Alles klar, mal gucken, wo wir wieder einsteigen. Und dann glaube ich, laufe ich einfach durch und mache wieder einen auf Beirut oder so. Weil ansonsten dauert mir das Ganze zu lange. Haben wir den Code? Ah, schön. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Bounty-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Lokalisieren Sie eine Waffe mit Zugangscode. Und was geht ab? Jede Wache ist weg. Cool, Splittergranaten. Oder eine Granate. Hab keine Ahnung. Ja, wunderbar. Das ist mal wieder richtig scheiße hier. Da machen wir einen auf Navy Seals. Oh, ich glaube, die zählt nicht so lang. So. Okay, jetzt suchen wir schnell nochmal den Typ. Zack. Und die Türklingel. Ich könnte kotzen. Ohne Scheiß. Kein Mensch hört mir zu, wenn ich sage, ich nehme auf. Das muss ich mal ändern. So. Jetzt muss ich mal darauf achten, ob mich irgendeiner entdeckt. Irgendeine Sau. Tatsächlich habe ich jemanden entdeckt. Wie es aussieht. Noch jemand? Alter, was ist denn hier los? So. Mal hier hin. Nehmen wir das große, dicke Kaliber. Dann würde ich mal sagen, gehen wir um die Ecke. Schleichen uns da vorne hin. Und jetzt geht's los. Muhahaha. Er darf euch nicht entkommen. Okay. Jawohl, schmeiß doch eine Granate, du Wichser. So. Ich hab ihn dort gesehen. Anrücken! Unten bleiben! Die halten ja einfach richtig aus. Die Jungs. Der Auftrag ist noch offen. Will jemand? Komm, steig mal auf. Das Spiel ist aus. Yo, Jungs und Mädels. Ich muss jetzt einfach wirklich jeden direkt töten. Zu viele Leute, das regt mich so auf mal wieder. Warum nur? Warum sind es immer so viele? Könnte nicht einfach mal nur einer sein. Wie das ich letzte brauche Mal. Netzwerkzugang. Ich hacke das Bounty-Kontrollzentrum. Dann jetzt hätte ich gerne Kamera. Jetzt schon eine Kamera und weiter.
Das wär's. Das wird wahrscheinlich nichts. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Die Splittergranate, wer weiß, vielleicht bringt es mir was. Irgendwann. Ich frag mich echt, warum ich eigentlich da zwei von den Dinger verschwende. Das frage ich mich jedes Mal. Ist doch so unnötig. Jetzt aber die Kamera, komm. Kamera. Sag mal, ist keine Kamera mehr hier. Hallo? Ah, da. Hier müsste irgendwo der Typ rumlaufen. Ist er das? Das ist er. Hacken Sie in die TOS-Server. Würde ich ja echt gerne. Ne? Ich muss die Leute vielleicht einfach nochmal weglocken. Wir müssen ihn finden. Rein da und finde sie. Aufpassen! Chit. Ein Pop mehr. Ruf die alte Sau. Gleich noch Verstärkung am Schluss. Drei da. Okay, jetzt müsste ich eigentlich deaktivieren können, wenn er mal in meine Richtung kommt. Ja, darf mich zu suchen. Alles sauber. Ich gehe da lang. Tja. I'm a hero, na na na. Da bringt ja gar nichts. So rum. Verdammt. Jawohl, so. Hacken. Ja, ist mir klar. So. Die Kamera. Entriegeln. So. Und nicht mal so arisch wie Leute getötet. Bin ich ganz stolz drauf. Das Gebiet verlassen. Klasse. Schön. Ja. Ja. Ich meine, eine schöne Sache und so, Gebiet verlassen und sowas. Ah, da hinten. Hoffentlich überfahrt mich jetzt keiner. Gebiet verlassen. Wenn er jetzt clever anruft, dann mache ich mir Gedanken. Dann hat er richtig gutes okay. Handy. So viel dazu. Okay. Kein Signal identifiziert. Oder Kenny oder wie auch immer. Nun zurück zu dir, Kenny. Dann müssen wir erstmal an Land ein Auto besorgen. Los! Schwimm, Junge, schwimm! Es sind doch schon 10 Grad Außentemperatur. Dann macht das mit dem Wasser doch auch nichts mehr an. Es ist doch warm genug. Schon wieder? Ah ne, Verbrecher kann man doch schon wieder erinnern. Ja. Das ist gut. Huha. Ein Auto.
I need a car. I need a little car. Ja komm, das sieht doch in Ordnung aus. So, ab ins Trocknen hier. So, Radio aus. Und sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.